Wie nannte er sie? Eintagsfliegen. Menschen, die ihre Welt durch einen Strohhalm betrachten. Eintagsfliegen im Gegensatz zu ihm, der immer das große Ganze im Auge hatte, der seine Kicks brauchte, den Adrenalinstoß, der das Leben erst lebenswert macht. Und immer auf der Suche nach dem absoluten Kick. Ganz tief in mir ist die Gewissheit, dass der Tag kommen wird, an dem er sich diesen Kick holt. Er ist der einzige Mann, von dem ich weiß, dass er die meiste Zeit des Tages, der Nacht, damit verbringt, an mich zu denken. Ich bin sein erster Gedanke, wenn er morgens wach wird. Ich bin sein letzter Gedanke, bevor er einschläft. Ich begleite seine Träume, ich begleite seine Tagträume und er hat viel, sehr viel Zeit, um sich Gedanken zu machen, wie er sich ihn holt. Den absolut ultimativen Kick.